Willkommen im regnerischen Australien. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch natürlich wieder zu Forza Horizon 3. Weg ist er. Es regnet ein bisschen. Heute ist natürlich Scheunenfund angesagt. Naja, fahren wir nicht so schnell. Okay, Wetter ist schlecht, aber das sollte uns nichts abhalten, hier in Australien ein bisschen Spaß zu haben. Okay, ich habe schon mal den Weg markiert. Und in 400 Metern rechts abbiegen. Wir wollen ja endlich mal die Scheunenfunde alle schaffen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was für ein Auto wir heute rechts haben. Abbiegen. Oh. Das läuft ja wie ein Länderspiel heute hier. Fahren wir mal so hier durch den Matsch. Ja, man könnte durchaus öfters mal aus der Cockpit-Perspektive fahren. Könnt ihr mal reinschreiben, wie es öfters mal machen soll. Ein Rennen mal so, ein Rennen mal anders. Wir fahren jetzt erstmal bis zu dem Zielpunkt dorthin. Mit einem Auto, was eigentlich nicht für Gelände ausgelegt ist, ne? Ihr seht schon. Oh ja. Oh, habt ihr den gesehen? Rotzfrech driftet der hier mit dem Lambo. Der ist genauso bekloppt wie ich hier. Lambo hier langfahren. Naja, das ist super. Aber was ich merke bei dem Wagen, ich habe ja jetzt nichts getunt oder etc. Er will aber nicht so richtig hier um diese Kurven, die ein bisschen ja spitzer sind. Ne? Okay. Oh, Mann, das ist falsch. Okay, wir sind jetzt hier. Oh, guck an, wie dreckig der ist. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen durch die Pampa, ne? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Da ist es. Und ich hoffe, dass das Spiel auch mitmacht, weil ich hatte ja ab und zu mal so Probleme bei einem Scheunenfund, dass der da nicht so richtig loslegen wollte und das einfach aufgehört hat zu funktionieren. Da kommen wir an. Mal sehen, was wir heute kriegen. Oh, Trommelwirbel. Mal sehen, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Hm, sieht aus wie ein Skyline GTR. Der hier wurde wohl zu hart durch den Schlamm geritten. Die Aufhängung ist hinüber. Naja, man sollte nicht so hart reiten. So. Ach, hat geklappt. Okay. Dann lass uns einfach mal Skyline... Okay, überlass diese Bestie nur mir. Ich mach sie wieder flott und melde mich dann. Alles klar. Okay, wir fahren jetzt ganz schnell zu unserem Festivalgelände. Und zwar hierhin. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und werden uns mal das Auto zur Brust nehmen. Und erstmal fliegen wir hier eine Runde. Oh, da hinten ist noch ein Energieboost. Den nehmen wir uns auf jeden Fall mit, wenn wir sowieso in die Richtung fahren. Naja, so richtig in die Richtung fahren wir ja nicht, aber ist egal. Ich will es trotzdem haben. So, Auto waschen. In 400 Metern rechts abbiegen. Na, hallo. Komm. Er ist schon, also, es ist schon eines der besten Spiele dieses Jahr, ne? Muss ich wirklich sagen. Pass auf, wir müssen mal da hinten jetzt mal langfahren und das andere Ding holen. So, sind wir jetzt hier? Oh, wo muss ich jetzt lang? Ein Stück. Okay, jetzt sind wir auf dem richtigen Pfad. Schön. Da ist er ordentlich durch die Kurve gedriftet, muss ich sagen. Das hat er jetzt mal gut gemacht. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Machen wir. Los, komm, komm. In 400 Metern rechts halten. Wir haben es gleich geschafft. Und dann haben wir auf jeden Fall... Rechts halten. In 400 Metern rechts halten. Das nächste Auto. Sollte man vielleicht eventuell ein paar Autos verkaufen? Rechts halten. Ich habe ja schon einige. In 400
200 Metern rechts halten. Die Scheunenfunde würde ich eigentlich gerne behalten, aber das, was man so ab und zu mal gewinnt, will man ja nicht immer alles behalten, ne? Okay. Ab zum Festival. Rechts halten. Ja, ja. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Haben wir doch gut eingepackt. Alles klar. Hier sind wir. Okay. Dann schauen wir mal. Scheunenfund. Den hatten wir. Und den auch. Oh, der war ja wirklich echt Porno, oder? Der gefällt mir. Holden. Der nicht so, der auch nicht so, der auch nicht so. Und jetzt haben wir den hier. Nissan. 131.000, na klar, wir wollen ja sehen. Es gibt hier einen großen Markt für japanische Importe. Durch die geografische Nähe sind sie ziemlich günstig. Natürlich wäre ein Scheunenfund noch deutlich günstiger, aber wir können nicht alle so viel Glück haben. Alles klar. Gucken wir uns den mal an. Aha. Sogar so ein Rechtslenker. Sieht schon echt ein bisschen Porno aus, ne? Das scheint so Nissan GT-R fürs Gelände sein. Okay. Alles klar. Wir schauen mal, was wir mit dem Wagen machen können. Warte mal, wir wollen ja einsteigen. Da ist er. Wir werden den auf jeden Fall auswählen. Ja, Auto ansehen, einsteigen. Wir werden den mal ein bisschen tunen auf 800. Ich denke mal, wir nehmen mal ein ganz normales Tuning-Kit. Ne, hier will ich nicht hin. Mal sehen, ob es da noch irgendwas anderes gibt. Update laden, automatisch anpassen. Wir gucken mal, ob wir da was haben. 600, 900, 700. Ich glaube, automatisch und manchmal besser. Oh, S 900. Uiuiuiuiui. Ich wollte eigentlich 800 haben. Glatte 800. Finden wir jetzt nicht. Dann machen wir hier. Stufe A. Weil wir wollen ja das Spiel, wir wollen ja ein bisschen was sehen. Ja, 60.000, klar, nehmen wir doch alles. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendwo eine schöne Lackierung sehen. Wir können ja trotzdem mal gucken, ob es irgendwas Individuelles gibt hier an Karosserie. Also, das ist eigentlich nicht viel, was es da immer so gibt, ne? Das können wir vernachlässigen. Wir haben jetzt, also optisch gibt es da mal nicht viel, ne? Ob ich da jedes Mal jetzt zeige, ob ich die Bremsen verbessere oder der Hund scheißt, das denke ich mal, ist dann auch irgendwann langweilig. Wir schauen aber jetzt mal nach Lackierung. Und wenn dann mal ein VW im Spiel ist, dann werde ich mir eine richtige Lackierung nehmen. Polizei, Xbox. Hm. Naja, ist jetzt nichts, was mich jetzt so total vom Hocker reißt. Obwohl, das geht eigentlich. Naja. Das geht eigentlich. Oh, komm, das nehmen wir. Manchmal ist weniger mehr. Okay, das werden wir annehmen. Und dann mal schauen, ob wir dann den ein oder anderen Race hier absolvieren können. Gut, jetzt raus mit dem Wagen. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Hätte vielleicht noch andere Felgen nehmen können, aber egal. Und jetzt suchen wir uns mal. Der ist, denke ich mal, so ein bisschen auf Gelände, ne? Okay, komm. Suchen wir uns mal irgendwo ein Rennen, dass wir denen auch ein bisschen was gesehen haben. Das ist hier oben auch neu. Aber das habe ich doch schon mal gemacht. Das Rennen habe ich doch gemacht. Warum macht er denn immer neu? Oder ist das nicht neu? Hm. Er sagt mir immer, das ist neu. Bin ich da zu dämlich oder was will er mir damit sagen? Hier, das ist neu. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Okay, wir haben jetzt 7,5 Kilometer. Da können wir uns mit dem Auto ein bisschen vertraut machen. In 100 Metern links halten. Oh, der driftet aber ordentlich. In
200 Metern rechts halten. Hält sie aber gut in der Spur, muss ich sagen. Rechts halten. Warte mal, wir werden noch was machen hier. Weil ich habe was gesehen. Ich wollte nämlich mal sehen, wie viele Strecken ich schon abgefahren bin. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, ja, wie viele Strecken ich schon abgefahren bin. So, erstmal haben wir hier. Shit, falsch gefahren. So, ist es hier rein oder was? Immer noch falsch gefahren. Wo ist denn das Ding jetzt? Ach, da. So, es war jetzt ja Holz. Holzfeld-Simulator, da haben wir erledigt. Gut, alles klar, zurück. Alles klar, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen wieder Strecken abgefahren. Ihr seht schon, nicht mehr viel und dann ist Maximus fertig mit seinen Strecken abfahren. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und hier hinten muss ich auf jeden Fall auch nochmal eine Strecke abfahren. Eieiei, nein, komm, hey, halt. Weil wenn wir schon mal hier sind, dann können wir das gleich mal erledigen. Das wäre ja blöd, wenn wir es nicht machen. Oh, der dreht aber hinten ordentlich, Junge. Was für ein Wagen, ey. Ah, ein Foto, das werden wir beim Rennen machen. Die zweite Ausfahrt nehmen. Aber wenn man nur Gas gibt, braucht man wirklich ein bisschen Gefühl. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, quatsch mich doch nicht immer voll. Ey, was ist mit mir los? Hat er nicht gesagt, ich soll hier lang fahren erst? Rechts abbiegen. Oh, ich stelle mich heute aber auch wieder in richtig trottelig Metern an. Links abbiegen. Und die Alte, die muss immer quatschen. Links abbiegen. Ja. Alter, der ist ja auch so böse, ey. Ja, weil ich immer nur Vollgas geben will. Nur Vollgas. Aber jetzt nur noch 5 Kilometer, dann sind wir endlich da. Und beim Rennen machen wir mal die Kamera an. Dann werden wir die ganzen Autos mal... Mensch, hau ab. Dann werden wir die ganzen Autos mal fotografieren. Sind ja doch ganz schön viele jetzt hier. Ja, ist eigentlich ein Wagen, den könnte man ab und zu mal benutzen. Ne? Das wirkt auf jeden Fall mal sehr interessant. Menschenskinder, die haben auch alle ein Level. Ich bin gerade mal bei 70. Ich habe wirklich jetzt die letzte Zeit gar nicht mehr so viel Forza gespielt. Jetzt will ich die Scheunenfunde nun endlich mal fertig kriegen. Und dann werden wir definitiv immer mal wieder die neuen Fahrzeuge vom DLC ausprobieren. In 400 Metern rechts abbiegen. Hoffen wir, dass irgendwann mal der VW kommt, ne? Ui. Ich wollte jetzt schon eigentlich rechts abbiegen, ey. Muss mal ein bisschen auf die Karte gucken. Eieieiei. So, gleich sind wir da und dann haben wir unser Rennen. Ich stelle mich wieder köstlich an. In 400 Metern links abbiegen. Komm rum hier, Johnny. Links abbiegen. Erstmal holen wir uns da dieses Ding da oben. Das werden wir jetzt jedes Mal, wenn wir in der Nähe was finden, werden wir die Dinger jetzt hier holen. Wo ist denn das grüne Teil hier? Ach, hier. Wird alles klar. Oh, wo geht's denn hier lang? So. Dass ich endlich mal alles erledigt habe hier, ne? An Rennen, das ist ja nicht so ein stumpfes, ich muss das und das jetzt machen. Man kann ja, wie gesagt, alles selber aussuchen.
Aber so richtig habe ich es auch nicht verstanden, warum denn immer noch neu da steht. Muss ich denn noch irgendwas anderes noch machen? Werden wir mal sehen. So, Regenwald. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Hier ist ein Haken. Muss ich da Rivalen machen? Meisterschaft? Oder muss ich alle denn machen, um dann die Meisterschaft zu machen? Oder wie auch immer. Warte mal. Ich will doch jetzt mit meinem Auto. Na genau. Okay, nehmen wir das Auto. Mit den alten. Also ich sehe da manchmal nicht durch. Ja. Egal, wir machen jetzt das Rennen. Hier schön durch den Regenwald. Oh, guckt euch. Oh, guckt mal den BMW an, Alter, den möchte ich auch haben. Geil. Okay, Attacke. Konzentration. Hinter uns ist der bayerische Werkswagen. Und jetzt. Machen wir eins. Und zwar habe ich ja gesagt: immer wieder mal. Gerade im Rennmodus hier mal ein Foto machen. Dann werden wir bestimmt den einen oder anderen. Naja, toll. Ihn. Haben wir hier vorne noch irgendeinen? Kein Auto gefunden. Naja, verdammt, Axt. Zurückkommen. Jetzt wollen wir Rennen machen. Da nervt uns keiner. Und nicht mal 434 Fahrzeuge. Man kann mit der gucken, wie viele Fahrzeuge da sind, ey. Das ist schon echt. Oh. Oh, ein bisschen aufpassen hier. Da schlägt es ja eigentlich ganz gut hier. Oh. Natürlich, wenn man die Autos selbst noch abstimmt, ja, mit Beschleunigung und auf das gewisse Rennen, dann ist man definitiv viel, viel besser, wenn man das Getriebe gerade zum Anfang so einstellt, dass er halt schneller hochdreht, aber hinten raus halt nicht so schnell fährt. Gerade bei so einen Strecken fährt man nicht mit 300 lang. Oh, bin ich jetzt vorbeigefahren? Nein! Komm, müssen wir normal machen. Komm, das machen wir normal. Veranstaltung neu. Ach, dumm gelaufen. Ich dachte, das kriegt ich noch. Aber jetzt kann ich mich wenigstens richtig konzentrieren. Ja? Brauche ich hier ein Foto machen. Und los jetzt an. Der braucht aber doch schon ein bisschen, um hier aus dem Tee zu kommen. Und guck doch mal an, der kommt auch nicht vorbei. Ich muss mal schauen, wie Veranstaltung, wie sehe ich jetzt eigentlich, die Leute. Nee, wo sehe ich denn eigentlich, wie gut die Leute sind jetzt hier? Ach, was weiß ich. Sehen wir denn zum Schluss wahrscheinlich. Ich habe es jetzt hier auf die Schnelle gefunden. Ich will auch nicht Ewigkeiten warten hier und gucken. Ich will das Rennen jetzt hier absolvieren und jetzt fängt die Nase an zu jucken. Was ist denn los hier? Oh, komm. Ah, das ist ja ungünstigste Moment, ey. Drei Runden haben wir zu absolvieren. Los, zieh. Lieber ein bisschen frühzeitig bremsen. Auf Platz 8 bin ich momentan. Hier hatte ich den Fehler gemacht. Kann ich mit Vollgas. Kann ich auch mit Vollgas nehmen. Fängt an zu schwimmen. Eieieiei. Wir kämpfen uns aber jetzt nach und nach durch. Was ist das für einer hier? Marlboro? Marlboro? Zigarettenwerbung? Wir sind ja auf Platz 6. Gut vorgearbeitet. Bin ja gespannt, was die anderen Autos sind. Definitiv ein bisschen besser wie meine. Aber in Endgeschwindigkeit holt er auf jeden Fall auf. Oh, nee, komm. Und schafft er. So, Platz 3, zweite Runde. Könnten wir eventuell, wenn wir keinen großen Fehler machen, sogar auf Platz 1 kommen.
dunklen Dschungel. Fängt an zu schwimmen, immer hier die gleiche. Im gleichen Bereich fängt er an, so ein bisschen zu schwimmen. Keinen Fehler machen jetzt, ja. Hau ab! Ah, shit! Ah, hau doch mal ab! Ey, schon ein cooles Fahrzeug. So, letzte Runde. Und jetzt müssen wir uns noch ein bisschen konzentrieren, dass wir hier nicht gleich verlieren. Und gleich wieder irgendwie so einen blöden Fehler machen. Hier ein bisschen frühzeitig bremsen und den Schwung rausnehmen. Hier bremsen nämlich ordentlich ab, die Gegner. Aha. Oh, jetzt wollte der Arsch richtig rum. Aber gut, dass der hier vor mir war. Ja, mit dem. Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen mit dem Gas zu spielen. Ja, wenn man so im Kalten von diesem Wagen vorher erstmal ein anderes Auto gefahren, dann muss man sich erstmal ein bisschen wieder zurechtfinden. Läuft eigentlich ganz gut. So, die letzten Meter hier noch. Oh, nicht, dass er jetzt kommt. Nein, 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 nein. So, wo ist das Ziel? Da vorne ist das Ziel. Oh. Wir haben's. Yeah. Wir haben's. Super. Und die haben alle 800. Ja, das passt ganz gut. Das passt ganz gut. So. Dann könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr diesen Wagen findet. Also ich finde den eigentlich recht angenehm. Mach mal hier. Wo haben wir jetzt eine Kamera, die uns ein bisschen gefällt hier? Langsam drehen. Genau. So. Ja. Ich würde an dieser Stelle einfach mal einen Cut machen. Hat schon Spaß gemacht, mit dem Wagen zu fahren. Mal sehen, welches Fahrzeug wir als nächstes nehmen. Und mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ah ja. Bye, bye.